Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen extra lang XXL Patreon gewählten Exklusivfolge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber falls nicht, Cyberpunk wurde nochmal verschoben um ein paar Wochen, kommt jetzt erst am 10. Dezember. Also das Weihnachtsgeschäft wollen sie offensichtlich schon noch mitnehmen. Peinlicherweise haben sie erst kurz vorher verkündet, dass das Spiel jetzt Goldstatus erreicht hat. Aber hey, whatever. Ich meine, die sollen sich bitte wirklich die Zeit nehmen, die sie brauchen, dass das Spiel gut wird. Das ist in Ordnung. Mir tun nur die Mitarbeiter leid, die jetzt eventuell noch mehr, noch länger in den Crunch eingebunden sind. Jason Schreier, der ja durchaus quasi als investigativer Journalist viel Einblicke in die Videospielentwicklung hat, meinte allerdings, dass das nicht sehr viel Einfluss auf die Entwickler haben dürfte, denn die hätten sowieso durch Postgame-Patches und so weiter weit in den Dezember rein noch weiter crunchen müssen. Naja, auf jeden Fall heißt das für uns, dass wir mehr Zeit haben, Witcher 3 Wild Hunt DLCs zu spielen, und das ist doch auch nicht schlecht. So, versuchen wir den Kampf nochmal. Ich versuche, den hinzukriegen, auch wenn ich jetzt natürlich wieder eine Woche nicht gespielt habe und echt die Steuerung wieder nicht mehr drin habe, aber das kriegen wir schon hin. Ah, dammit, warte mal. Okay. Ich habe gerade einen anderen Controller registriert, der jetzt die Kamera nicht mehr von alleine dreht, und das dürfte helfen. So, los geht's. Nicht gut. Wow. Ich habe das Gefühl, im Endeffekt muss ich einfach nur ein bisschen rumkugeln und warten, bis der seine eigenen Leute alle umbringt. So, Momentchen mal. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre bei dem Axi ganz gut. Wow, der spinnt, ey. Der ist so irre. Und funktioniert Axi? Es bringt ihn kurz ins Wanken, aber so kurz, dass ich mir nicht sicher bin, ob das die richtige Methode ist gegen den. Achtung, der macht was. So, danke. Ja, sie kann einfach noch einen Machtstoß. Der kann auch einen Wirbelzwirbel-Zauberwind. Dammit. Aber gut, können wir beide. Komm schon, verlangsam ihn. Okay, und jetzt hinrollen, schnell. Wow. Dammit, der hat mir gerade die Sicht genommen. Geralt musste gerade die Hand vorhalten. Alter, du spinnst so. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn so? Was ist denn schiefgelaufen in deiner Kindheit? Nein, ich bin im Wirbelzwirbel-Zauberwind gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Hey, irgendwas hat mich gerade aus irgendeinem Grund voll geheilt. Dabei war ich gerade voll in der Wombo-Kombo zwischen Stein und Wirbelwind gefangen. Das war jetzt echt Glück. Wenn das jetzt Genshin Impact wäre, müsste ich nur warten, bis er sich ins Wasser teleportiert versehentlich, und dann wäre instant tot. Aber leider ist es das nicht. Ich schätze, das wird hier nicht funktionieren. Wirbel, Zwirbel, Zauber, Todeskombo! Na schau, und schon ist Jafar besiegt. Der Großvisier Magier. Du kriegst die Lampe nicht mehr. Die gehört jetzt uns. Brief des euphorischen Händlers. Euphorischen. Werner. Warum nicht? Werner, Ferner, Perner oder wie auch immer man dich nennt. Ich glaube, Werner stimmt. Ich habe keine Ahnung, warum der höchste gnädige Kronmagier Amat
gerade dich als unsere Kontaktperson auserkoren hat. Das Argument, dass du als Nordling dieses Land am besten kennst, finde ich gerade überzeugend. Ne, nicht gerade. Da Aedrin genauso viel mit Redanien zu tun hat, wie Serikanien mit Ophir. Nämlich gar nichts. Da aber die Wünsche seiner Gnädigkeit nicht in Frage zu stellen sind, ersuche ich dich, ihm diese Nachricht zu überbringen. Wir haben unsere Lage Wir haben unser Lager in der Nähe des Dorfes Brunwich aufgeschlagen. Gemäß der vom Hofe und seiner Gnädigkeit erhaltenen Befehle geben wir nun Wissen und Wahn an die örtliche Bevölkerung weiter. Traurig darüber, dass ich ihre geistigen Fähigkeiten richtig eingeschätzt hatte, möchte ich erneut darum bitten, zu einer größeren städtischen Ansiedlung reisen zu dürfen, wo man unser Wissen und unsere Erfahrung eher zu schätzen weiß. Mit freundlichen Grüßen, Dulaak Amani. So. Sieht ungemütlich aus. Sieht im Grunde so aus, wie wenn man eine Actionfigur, so eine alte Actionfigur, so eine Ninja-Turtle-Figur oder sowas, einfach so auf den Boden gelegt hat. Wenn die so nach vorne umgekippt ist beim Spielen. So liegt er ungefähr da. Tja. Vielleicht ist er eine Actionfigur. Wer weiß, welch seltsame Magie hier in diesen Landen herrscht. Eventuell sogar Magie, die Actionfiguren zu riesigen Magiern macht, die Sandstürme machen und so Zeug. Ich muss echt sagen, was Magie angeht, ist einfach Dragon's Dogma das coolste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich weiß nicht, warum das andere Spiel nie versucht haben, wirklich zu kopieren oder so cool zu machen. Wenn man selber einen Magier spielt, warum kriegt man nicht den richtig crazy Shit? Und gerade heute mit moderner Technik könnte man das so viel cooler noch inszenieren. Das war schon in Dragon's Dogma so cool. Wenn man dann am Schluss als hochleveliger Erzmagier riesige Wirbelstürme beschwört, die Gegner und alles in der Umgebung einfach aufnehmen und rumreißen. Und Blitzstürme, die irgendwie alles niederreißen. Und es ist einfach fucking cool. Warum macht man sowas heutzutage nicht mehr? Genauso vor kurzem im Stream haben wir über Red Faction Guerilla mal wieder geredet. Überhaupt die Red Faction Reihe, aber gerade Guerilla. Diese Zerstörungsmechanik ist so cool. Ist so schön, ey. Warum machen das so wenig Spiele? Selbst irgendwie, wie heißt es? Mir fällt der Name nicht ein. Aber selbst Spiele, die sich Zerstörung und Action irgendwie auf die Fahne schreiben, haben dann irgendwie nur so Zerstörungsengines, die irgendwie ganz speziell nur Gebäude oder sowas zerlegen können. Aber so eine komplette Weltzerstörung gibt's eigentlich so gut wie nie. Und in Red Faction Guerilla, das so ein altes Spiel ist, war das so unglaublich schön gemacht, dass ich mir echt denke, damn, was könnte man heute machen? Aber scheinbar gibt's da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, keinen Markt dafür oder ich weiß nicht, warum das keiner macht. Kann ich nicht Gedankenkontrolle? Könnte ich theoretisch. Die sind nämlich super zäh. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. So, der gehört mir. Und jetzt Igni. Haben die mir irgendwie mein Schwert genommen und ich habe ein blödes Schwert? Oder sind die einfach so hochlevelig? Aber ich weiß jetzt gar nicht, welches Level wir haben. Wir hätten Erfahrungspunkte zum Verteilen, ne? Leider ist mir das Hochleveln in Witcher halt wirklich so wurscht. Ich finde, die Progression ist in dem Spiel wirklich nicht gut gelungen. Meiner Meinung nach zumindest.
Ich weiß nicht, warum der gerade keine Energieleiste mehr hatte, der Kerl. Zumindest werden sie jetzt ein bisschen weniger. Unsere Pirouetten des Todes sind machtlos gegen die. Was ist denn da los? Ah, wenn ich die Pirouetten des Todes mache, nehmen die mich so in die Mangel. Das ist keine gute Idee anscheinend. Au, ich muss ein bisschen mich hier dem Kampf mal entziehen. Bisschen Heilung. Igni, wo bist du denn? Ah, Heiligsblechle. Uiuiui. Geralt, da haben wir uns auf was eingelassen. Da haben wir vielleicht den Mund zu voll genommen. Oder, wie sagt man, uns auf ein Abenteuer eingelassen, für das wir noch nicht bereit sind. So sagt man, das ist das Sprichwort. Ah, guck, ich habe gar keine Silberwaffe ausgerüstet. Ich habe nur irgend so ein Stahlschwert. Okay. Warum habe ich keine Silberwaffe? Haben die mir die Silberwaffe weggenommen, aber die Stahlwaffe gelassen oder wie? Auch komisch, ne? Schauen wir mal. Ich ziehe mal was an, damit wir Vergleichswerte haben. Eigentlich wollte ich doch, irgendwann habe ich doch mal gesagt, ich rüste nur noch Oranges aus und schmeiß alles andere weg. Na, aber jetzt im DLC ist es, finde ich, schon okay, dass man auch wirklich DLC-Sachen benutzt. Oder? Ich finde schon. Okay, ich denke, jetzt dürften wir wesentlich besser für zukünftige Kämpfe gewappnet sein. Sehr schön, jetzt müssten wir noch unser Schwert reparieren. Ich hoffe, ich habe noch... Oh oh, ich habe keine Schwertreparaturtäschchen mehr. Das ist ungünstig. Naja, dann hoffen wir, dass nichts mehr kommt, für das wir unser Stahlschwert brauchen. Geronimo! Oder wisst ihr was? Nehmen wir ein anderes Stahlschwert. Ich habe bestimmt ein gutes Stahlschwert noch dabei. Na, die sind schon sehr viel schwächer vom puren Standard-Grundschaden her. Und da ich eh immer nur draufkloppe, ist purer Standard-Grundschaden für mich das Entscheidende. Ah, ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Schatz entdeckt, ne? Verschmutzter Brief. Nur für HJ bestimmt. Ich bin HJ. Herald von Chivia, werde ich auch genannt. Bin am vereinbarten Ort angekommen, habe mich um die Ritter gekümmert, ihr Boot versenkt, doch der Anführer macht Ärger, hab ihn in den Keller gesperrt, bis er sich beruhigt. Wir werden den Dreckskerl mit einer Fastenkur gefügig machen, kehre nach Novigrad zurück, sobald wir die Waren bekommen haben. Tom Zweizahn. Tja, ich befürchte, dass wir im Keller unten jetzt gleich einen ertrunkenen Anführer einer Diebesbande finden. Ein verrosteter Schlüssel und mit Blut befleckter Brief. Brüder, ich schreibe euch nun mit meinem eigenen Blut, damit ihr wisst, welches Schicksal mir widerfahren ist.
ich folge den Befehlen von M und reiste nach Novigrad, um neue Vorräte aufzunehmen und unsere letzte Fistech-Lieferung zu verkaufen. Fistech, da sind wir wieder bei dieser Droge, ne? Ich kann mich erinnern. Die haben wir bei der letzten, in der letzten Folge haben wir noch in Novigrad ein paar Dealer irgendwie umgebracht. Ich ließ meine Männer zusammen mit der Ware und dem Geld auf unserem Boot zurück, während ich zur Stadthütte ging, Strandhütte ging, um dort für für HJs Männer zu warten. Ich bin HJ, haben wir vorher gesagt. Nee, bin ich nicht wirklich, es stimmt nicht. Naja, ich bin zur Strandhütte gegangen, um dort auf HJs Männer zu warten. Als sie weit nach Einbruch der Dunkelheit eintrafen, hatte einer von ihnen einen Leinensack auf dem Rücken. Der Sack enthielt jedoch nicht die versprochenen Novigrader Kronen, sondern die Köpfe meiner Männer. Die Halunken wollten wissen, wo sich das Fischstech befinden würde, aber ich erzählte ihnen nur von der Kiste auf dem Schiff, die sie ohne den Schlüssel niemals öffnen können. Meine Wahl, diesen vor meiner Gefangennahme in den Allerwertesten zu stecken, erwies sich als weise, denn sie suchten überall sonst danach. Dann verhörten sie mich aufs Härteste, doch ich verweigerte die Wahrheit. Stattdessen beharrte ich darauf, dass einer der auf dem Schiff getöteten Männer den Schlüssel besaß und ich nichts weiter als ein Unterhändler sei. Sie wollten mich auf der Stelle töten, doch ihr Anführer hatte im letzten Moment eine andere Idee. Sie sperrten mich in diesen verfluchten Käfig ein, wo ich elendig verhungern und verdursten sollte. Am zweiten Tag meiner Gefangenschaft hörte ich Schreie meiner Entführer. Ich weiß nicht, ob es real war oder ich es mir einbildete, doch es schien, als wären Ertrunkene aus dem Wasser emporgestiegen, um die Hurensöhne bei lebendigem Leib zu verschlingen. Doch das Problem besteht nach wie vor, denn sie, die Hurensöhne, nicht die Ertrunkenen, haben mich so sicher eingesperrt, dass ich nicht weiß, wie ich entkommen sollte. Ich habe jetzt 6 Tage hier verbracht. Nach dem dritten Tag verspürte ich kein Hungergefühl mehr und meine Verdauung hat den Dienst eingestellt. Nun träume ich nur noch von etwas Trinkbarem. Ich würde alles Gold der Welt für einen Schluck Wasser geben. Es könnte abgestanden und voller Larven sein, dennoch würde ich es gierig hinunterstürzen. Die letzten Tage habe ich meinen eigenen Urin getrunken, doch den produziere ich nicht länger. Ich wollte gerade sagen, 6 Tage ohne Wasser überleben ist eh schon verdammt krass. 2 Tage können schon tödlich sein, wenn man Pech hat, können schon zu Organversagen führen. 3 Tage ist eigentlich das Limit. Wenn man seinen eigenen Urin trinkt und das Wasser recycelt, weiß ich nicht, könnte schon sein, dass man das dann rauszögern kann, ne? Aber unschön bleibt es trotzdem. Mir bleibt nichts mehr, nicht einmal die Hoffnung. Das Letzte, was mich bei Verstand lässt, ist die Aufgabe, euch diesen Brief zu schreiben. Lebt wohl! Gezeichnet Anselm. Asche. Irgendwie ist ein Sack voller Körner. Hundetalk, naja. Das war's dann wohl für Anselm da unten. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Für einen Schatz, für ein versunkenes Schiff. Welches versunkene Schiff? Das der Masten da hinten dürfte unser versunkenes Schiff sein, mit dem wir versunken sind. Wahrscheinlich ist er mit dem Schiff hierher gekommen. Aber wo ihr Schiff anlegte, das weiß man jetzt nicht. Schauen wir mal auf die Karte überhaupt, denke ich mir gerade, oder? Moment mal, die Weltkarte von Novigrad?
Okay, wow, ich dachte irgendwie, dass wir jetzt in einem neuen Gebiet angekommen sind, aber wow. Ich war der festen Überzeugung, wir sind jetzt irgendwo in einem neuen Kontinent gestrandet. Und in Wirklichkeit sind wir irgendwie immer noch hier an der Küste von Novigrad. Wie lange war ich denn auf dem Schiff? Nicht so lange, oder? Na gut, wir treffen uns jetzt um Mitternacht an der Kreuzung unter den Weiden mit dem Spiegelmeister. Kann sich irgendwer von euch erinnern, warum? Warum wir das machen? Warum wir uns mit dem Spiegelmeister treffen? Ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wer ist der Spiegelmeister? Warum treffen wir uns Mitternacht mit dem? Na, vielleicht, wenn ich ihn sehe, kann ich mich wieder erinnern. Aber aktuell klingeln da bei mir überhaupt keine Glocken. Der zarte Hauch des Bösen. Ich glaube, ich schau mal schnell nach, was das für eine Quest ist. Ist schon die richtige. Und so begann die Geschichte. Eines Tages kam Geralt auf der Suche nach neuen Aufgaben zum Sieben Katzen. Er fand nichts Interessantes. Er ahnte noch nicht. Er machte sich auf den Weg von diesem Olgierd Meer über den Auftrag zu erfahren. Großes Abenteuer. Naja, okay. Keine Ahnung. Werden wir schon sehen. Ruhig, Geralt. Stimmt eigentlich, wo ist Plötze? Ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich auf dem neuen Kontinent einfach nur noch Plötze pfeife und dann Langsam, teleportiert sich das tolle langsam. Pferd einfach zu uns. Oh. Der Staubsauger kommt. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht hier rein, sonst muss ich ihn rausschmeißen. Und dann bringe ich ihn wieder ganz durcheinander. Ne, er fährt ins Schlafzimmer, ist okay. Sonst wäre es ein bisschen laut wahrscheinlich. Ich hoffe, man hört ihn nicht sowieso im Hintergrund schon die ganze Zeit brummen und rauschen. Hä? Schneller. Wie jetzt? Ich entferne mich von dem Punkt. Langsam, langsam. Ja, aber langsam werde ich jetzt wirklich irre. Was ist denn los hier? Da sollen wir hin. Ich weiß nicht, was der Marker da will von uns. Also wirklich, jetzt reiten wir aber einfach weiter. Ignorieren wir die Pünktchen. Die gepunktete Linie. Ich weiß wirklich nicht, was die von uns will. Jetzt stimmt's, glaube ich, wieder. Ach, da wäre eine Quest gewesen. Ach, komm. Nehmen wir die zumindest mal an, wenn wir schon hier sind. Gefangen und als Nebenattraktion in einem seltsamer Ort, um über Kunst zu sprechen. Das ist überall möglich. Willst du mit uns anstoßen? Auf die Poesie? Warum nicht? Ich habe Durst. Und wenn ein Mann Durst hat, wird seine Seele von Melancholie ergriffen. Armer Gascoigne. Meine Herren, ich bin berauscht, besoffen, breit und betrunken. Willst du noch im Begriff für deinen Zustand wissen? Bloß nichts Vulgäres. Was soll unser neuer Freund nur denken? Na schön, aber das ist die letzte Runde für mich. Der Wodka ist weg. Die Troubadour auch. Und meine Sachen auch. Verdammt. Aber ich habe mich gerade neu ausgerüstet. Wie ihm immer alles geklaut wird, außer seine Hosen.
Und seine Windel. Es sieht wirklich aus, als hätte er eine Windel über seine Hose an. Sein Antlitz ist schön, seine Worte fantastisch. Doch dieser Teufel Fußspuren, noch frisch. Die Wünsche wird er dir gerne. Einem Hexer die Sachen klauen, ist aber auch dämlich, oder? Also wirklich. Man muss doch damit rechnen, dass man wahrscheinlich nicht... Ich meine, die haben Glück, dass der Geralt, den ich spiele, so ein netter und freundlicher Hexer ist. Wisst ihr, was ich auf verärgerten Hexer reimt? Meine Sachen, bevor ich Hackfleisch aus euch mache. Muss ein schräger Reim sein. Halt's Maul und gib's ihm zurück. Gut. Wir sind jetzt wieder quitt, oder? Ja, wir sind quitt. Verschwindet jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Natürlich, Meister Hexer. Wir sind schon weg. Eins, zwei, verschwunden. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte Angst, dass das gleich wieder in den Kampf ausartet und ich wieder alle umbringe, wie das halt so ist in dem Spiel leider. Aber grundsätzlich sind die jetzt schon ein bisschen easy davon gekommen, ne? So ein bisschen einen Denkzettel hätte ich ihn schon verpassen dürfen. Mitternacht! Ist eh gut, wir haben eh unsere ganzen Tränke, müssen wir eh wieder auffüllen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Mit ihm. Jetzt weiß ich wieder, was los ist. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Du erscheinst aus dem Nichts, löst dich in Luft auf, beschwörst einen Sturm? Bist wohl Magier? Oh nein, ich kann Zauber nicht leiden. Dieser kindische Hokuspokus ist völlig uninteressant. Die wahren Märchen faszinieren mich. Die echten Leben. Wie das folgende. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Ein Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Everreck. Woher weißt du, dass wir uns begegnet sind und ich nicht gerade begeistert von ihm bin? Bitte, Geralt. Ich wusste, dass die Ophiri dich gefangen haben. Da hätte ich nicht wissen sollen, warum. Olgierd von Everreck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person.
Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache? Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Weißt du was? Das geht nur euch beide an. Ich will damit nichts zu tun haben. Bevor du das sagst, hör mich an. Du wirst sehen, dass Olgierd ein schlechter Mann ist. Oder wie man im Westen sagt, ein echter Hurensohn. Was hast du für Olgierd getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgierd erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich. Schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? 1 Million Kronen? 2? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein, was Olgierd mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everick 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, wie soll ich sagen, einen Stellvertreter. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht 3 Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat, er darf 3erlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgierd, seine 3 Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgierd. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat.
Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd, aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon, du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Ich finde das irgendwie ganz nett, dass die den Tutorial-Charakter, den ersten richtigen Charakter, mit dem man redet, der einem den Tipp gibt quasi am Anfang, dass die den hier in DLC zu so einer mystischen Figur gemacht haben. Ich frage mich, ob die das von Anfang an geplant hatten oder ob das so eine spontane Idee war. Gänse, lauf, Geralt! Glück gehabt. Warte mal, ist da ein schwarzes Brett? Könnte man mal kurz gucken. Aber wenn das, genau, wenn das auf der Map so aussieht, dann gibt es keine Nachrichten. Plötze! Schnell! Plötze! Plötze ist kaputt! Ich kann nicht mehr aufsteigen! Plötze! Gänse! Lauf! Plötze! Ziegen! Lauf! Na witzig, in dem Dorf sind Ziegen und Gänse. Goat Simulator und Goose Game. Nicht, dass Goose Game so ein, ne, das, die kann man nicht vergleichen, die Spiele. Aber beide sind so Instant-Kultspiele geworden, die irgendwie eben Gänse und Ziegen zum Charakter haben. Zum als Protagonisten haben. Und ich meine, sie heißen Goat Simulator und Goose Game. Das ist schon auch, ne? Ja. Goose Game, wenn ich mich recht erinnere, ist ursprünglich nur als Gag entstanden und wurde dann tatsächlich gemacht. War das nicht bei Goat Simulator auch so? Ha. Untitled Goose Game. Ist das ein Anhalter? Hat er seinen Daumen rausgehalten? Die Plätze ist leider voll, oder? Schwierig. Durch die Wiesen und durch den Wald zu Großvaters Haus fahren wir. Hey! Ja, da singt die Katze gleich mit. Hier sind wir doch schon mal lang geritten, oder? Von noch gar nicht allzu langer Zeit. Ach ja, gut, wir reiten jetzt auch wieder zu Olgier, ist ja eh ganz klar. Oh, aber hier ist was passiert. Du hast da aber feine Rasierklingen. Plätze? Schneller. Nee, nicht schneller. Nur nicht stecken bleiben. Okay. Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit dem Stock im Arsch. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja. Man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still! Wir haben gegessen! Getrunken! Gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich! Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten.
Warte. Olgierd will ihn tot. Aber warum, das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihm. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Oder warst du noch nicht da? Du hast Vater getötet! Nicht ich. Du lügst, Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. So, wo waren wir? Ist dieses Theater wirklich nötig? Ah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Deine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls nicht alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions, Geralt von Riva. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist? Das wusste er nicht nur. Er hat ihn sogar selbst verflucht. Das hat er nicht erwähnt. Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss.
Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen. Ihr seid Fachleute. Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund, kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Was er über den Prinzen gesagt hat, stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken. Ach, ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du bereits, fürchte ich. Er hat etwas für dich getan. Jetzt bist du ihm was schuldig. Habe ich recht? Ja. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge, ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Aber gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine 2. Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die 3? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön. Wir sehen uns dort. Der Bruder dürfte kein Problem sein. Aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Sorry. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin.
Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Olgierts Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Viel Glück, Geralt. Brumm. So, na schön, ein schönes Ende, damit wir mal für heute Schluss machen. Und dann kümmern wir uns um die 3 Aufgaben. Naja, bis jetzt haben wir nur 2 Aufgaben, die wir jetzt machen. Weil wir in der Schuld vom Spiegelmeister stehen. Naja, die nächste Folge kommt wie immer, so schnell es geht. Vielleicht schon in einer Stunde, wenn ich es schaffe. Mal schauen. Macht's gut, bis dann. Ciao.